Hallo ihr lieben Rassen, schön, dass ihr wieder da seid. Heute gibt es einen Follow Me Around von uns, weil wir jetzt nämlich gleich ein Video drehen für Pampers. Sobald es natürlich fertig ist, werden wir euch Bescheid sagen. Und da haben wir uns jetzt einen Plan gemacht und es regnet schon wieder. Und dann werden wir das jetzt drehen und ich bin echt gespannt, ob unser Plan so aufgeht, weil wir haben ein richtiges Konzept geschrieben. Und danach bringen wir die Frieda in die Kita, weil es ist jetzt irgendwie kurz nach 8 oder eigentlich schon wieder 8:30. Und deswegen müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Also los geht's. Also wir sind jetzt hier gerade mitten auf dem Grünstreifen. Im Hintergrund kann man so ganz bisschen den Fernsehturm erkennen. Und da ist Markus, der ist auch da. Und wir probieren jetzt hier eine Szene zu drehen. Uhu! Und ich bin echt gespannt, wie es wird. Und Frieda albert ein bisschen rum. Und Frieda liegt. It's been a long hard season. I'm feeling weary to my bone. Des Drehs fertig und Frieda mampft gerade ihren Quetschi. Sag mal Quetschi. Sag mal nochmal Quetschi. Und es ist mit Kind natürlich deutlich anstrengender zu drehen als alleine. Das haben wir jetzt auf jeden Fall gemerkt. Ja, wir sind auch noch Divas, weil wir mega Hunger haben. Wir haben nicht vergessen zu frühstücken. Aber der Frühstück schon ihr drittes Mal. Jetzt haben wir zur zweiten Location und dann haben wir eigentlich schon das Gröbste geschafft. Genau, dann nochmal bei uns und dann sind wir durch. Und dann müssen wir wieder noch schnell in die Kita bringen, damit die dann noch ein bisschen spielen können, sich aufzuziehen kann. I've packed my bags and now I'm gone. Wir haben jetzt alles geschafft und abgedreht für draußen, also was wir draußen drehen wollten. Und ich glaube, ich bin auch rangegangen. Wir haben jetzt alles geschafft und jetzt bringen wir die Frieda in die Kita. Nein. Frieda hat, glaube ich, keinen Bock jetzt noch in die Kita zu gehen. Aber ja. Dann macht sie Mittagessen, gibt es jetzt noch, ne? Und dann ein bisschen spielen. Mit Kinderwagen? Mit Kinderwagen. Aber Frieda hat sich das Buddelzeug geholt. Na Frieda, aber fall nicht hin. Halt. Ja, also wir haben Frieda jetzt weggebracht und wir sind beide so K.O. Weil mit Kind ist es echt nochmal schwieriger, einen Drehplan umzusetzen. Also ihr müsst euch vorstellen, wir setzen uns jetzt zu Hause hin und haben eine Idee, die wir umsetzen wollen. Und dann schreiben wir auf, welche Einstellungen man machen könnte, damit man, also im Idealfall, damit man dann direkt nach Zeitplan direkt gut arbeiten kann. Und dann hatten wir halt eine Liste gemacht, was wir uns vorstellen, welche Einstellungen wir unbedingt dabei haben möchten. Und dann wollte Frieda nicht und dann mussten wir eine Pause machen, dann mussten wir erstmal spielen. Dann mussten wir die Käfer angucken und diese Ameisen. Und deswegen hat sich das alles so verzögert und Frieda hatte natürlich zu Hause schön gegessen. Ja, und wir nicht. Und deswegen haben wir schon so ein riesen Loch im Bauch. Und ich schwitze wie ein Schwein, weil mir so warm ist. Heute Morgen war es noch so kalt. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal frühstücken gehen. Und ja, dann geht Markus ins Büro. Ah ne, wir müssen oben noch eine kurze Sequenz drehen. Und dann geht Markus ins Büro und dann fange ich schon an zu schneiden. Und ja, nachher holen wir dann Frieda ab. Aber das werdet ihr alles sehen, deswegen. Aber ich bin jetzt erstmal froh, dass das alles durch ist. Dass das Wetter auch mitgespielt hat, weil die letzten Tage hat es ja so geregnet. Da mussten wir den Dreh immer wieder verschieben. Und Markus kriegt, glaube ich, schon einen schweren Arm. Also, das läuft sich nur doof. Bis gleich. Ja, wir haben gefrühstückt und ich bin mittlerweile auch wieder zu Hause und habe schon fürs Video, was wir jetzt gedreht hatten, Musik rausgesucht. Und sitze jetzt hier auf dem Balkon und es ist mega laut. Ich wohne halt an der Hauptstraße. Deswegen habe ich mir jetzt meine Kopfhörer geholt und werde hier mal kurz ein bisschen Musik hören. Und meinen Kaffee trinken. Warte mal, ich muss euch mal kurz was zeigen. Moment. Ich habe nämlich meinen Balkon jetzt bepflanzt. Ich bin total stolz. Muss ich euch mal zeigen. Also mein Balkon ist ja wirklich sehr, sehr klein.
Und da habe ich jetzt hier so drei Weinkisten hingestellt. Und dann habe ich einmal hier einen Hibiskus drin, denn hier so eine alte Lampe, die stand hier mal, deswegen ist sie so mega dreckig. Aber den Hibiskus habe ich von dem Blogger-Event, nee, warte mal, wo war denn das? German Press Day, genau, da war, habe ich den von Pflanzenfreude bekommen. Und der blüht immer noch ab und zu mal. Und hier unten ist mein Hibiskus, mein Lavendel. Und da habe ich meine Gießkanne. Und wenn ihr wissen wollt, wo ich diese Kisten her habe, dann verlinke ich euch die mal unten in der Infobox. Ja, auf jeden Fall sitze ich jetzt hier und entspann mal ein bisschen. Achso, meine Balkonkästen, Moment, die muss ich euch auch noch zeigen. Genau, jetzt höre ich noch ein bisschen Musik und entspanne ein bisschen und trinke endlich mal meinen Kaffee, weil der von heute Morgen, der ist gar nicht alle geworden. Und jetzt ist Donner die Sonne rausgekommen und oh, mir ist so wie mega warm. Kennt ihr das, wenn die Haare so nerven? Ja, die sind übrigens immer noch nicht abgeschnitten. Ich wollte sie ja abschneiden. Aber noch nicht. Ich glaube, ich lasse es erst nach dem Urlaub machen. Ich bin mir nicht sicher und ich weiß auch gar nicht so richtig, wie kurz. Ihr könnt mir mal in die Infobox schreiben, was ihr denkt, wie kurz ich meine Haare abschneiden lasse. Würde mich ja mal interessieren, was ihr mir zutraut. So, also jetzt höre ich immer noch ein bisschen Musik und dann muss ich auch bald die Friede schon wieder abholen. Übrigens, wenn ich schon mal hier bin, ich wollte euch noch ganz kurz mal meinen neuen Tee vorstellen. Und zwar, ich habe echt schon lange nicht mehr so einen gut riechenden Tee gehabt. Also der riecht so mörderkrass geil. Und zwar ist es der Body Detox Tee von Fitti. An dieser Stelle vielen Dank, dass ich diesen Tee testen darf. Ich bin echt mega happy. Also er ist auch schon fast halb leer. Ich finde ihn wirklich, wirklich sehr, sehr lecker und ob er wirklich was bringt und ich damit dadurch mega, mega schlank werde, das weiß man natürlich nicht, aber ich finde ihn wirklich sehr, sehr lecker. Also da sind auch echt nur leckere, gut riechende Sachen bei, also Lemongrass, Ingwerstücke, Zitronenschalen, Koriander, Jasminblüte, Ananasstücke, Apfelstücke, also er schmeckt echt sehr lecker. Also auch wenn man jetzt nicht unbedingt Detox machen möchte, das heißt also seinen Körper entgiften möchte, entschlacken, selbst dann ist es ein richtig geiler Tee. Also den kann ich wirklich nur empfehlen. Ich verlinke euch gerne den Shop mal unten in der Infobox. Und ich finde den wirklich sehr, sehr lecker. Und ich trinke fast jeden Morgen sogar eine Tasse Tee, was ich ja sonst nie gemacht habe. Ich bin ja eigentlich mein Kaffeetrinker. Aber heute Morgen habe ich verschwitzt, euch zu zeigen. Aber heute Morgen habe ich einen Tee getrunken. Deswegen wollte ich euch den ganz kurz nochmal zeigen und nochmal Danke sagen. Guten Morgen, ihr Lieben. Was ist das denn bitte für ein Zeitsprung? Es tut mir echt leid. Aber ich habe gestern vergessen zu filmen. Beziehungsweise ich habe die Kamera einfach hier gelassen, weil ich die nämlich auf dem Stativ hatte und deswegen habe ich es einfach vollkommen verpeilt. Jetzt ist schon ein Tag später und Markus macht sich gerade Frühstück und mir nicht. Das ist voll gemein. Du kannst deine Geflügel mega selber einteilen. Ja. Nee, er hat mir nämlich Geflügelsalat mitgebracht, weil ich da richtig Bock drauf hatte. Wo ist die Letter? Und ja. Und hier steht unser Abendbrot von gestern, weil wir auch nie, was sagst du? Essen. Ja, weil wir nie bei McDonald's essen. Und jetzt hat er mir wirklich mein Brot hier nicht geschmiert. Ist das ein Arsch, ne? Aber er hat mir einen Kaffee gemacht. Übrigens, manchmal, wenn ich richtig Bock habe, dann mache ich mir hier ein bisschen Süßstoff rein. Aber auch nicht immer, weil man davon angeblich abhängig werden kann. Apropos abhängig, ich war neulich von Nasenspray abhängig. Man hört es immer noch, ich bin immer noch nicht richtig gesund. Ich habe ja eine Nasennebenhöhlenentzündung und nehme gerade Antibiotika. Aber es ist irgendwie nicht so viel besser geworden. So. Und ich habe immer von Otriven das Nasenspray genommen, weil ich dachte, Frieda nimmt es auch. Also habe ich mir die für den Erwachsenen geholt als Spray. Hat auch super geholfen. Aber ich habe einfach immer nichts mehr gerochen und es war richtig schlimm. Ja, und wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass ich euch jetzt mal heute mal ein bisschen mehr mitnehme. Also filmen wir quasi zwei Tage, aber vielleicht filme ich auch morgen früh nochmal, weil ich es heute Nachmittag wieder vergesse. Aber eigentlich ist ja egal, oder? Ihr habt jetzt eh keine Wahl, ihr müsst es ja gucken. Ihr könnt natürlich jetzt auch ausmachen, aber müsst ihr nicht. Ihr könnt gerne dranbleiben. Deswegen, wir essen jetzt erstmal Frühstück und gucken gute Zeiten, schlechte Zeiten. Yay!
call myself today in this world of illusions. Ja, wir haben ja jetzt gefrühstückt und sitzen schon die ganze Zeit hier am Arbeiten, beziehungsweise Markus arbeitet, ich mache ein paar E-Mails fertig und so. Und ich wollte euch mal ganz kurz zeigen, was das Projekt war, was wir gestern gedreht haben. Und zwar ist das das hier. Ich kann es euch leider jetzt noch nicht so richtig zeigen. Aber ich muss jetzt noch ein bisschen selektieren, weil ich ein bisschen viel gequatscht habe. Und das muss ein bisschen kürzer werden. Und dann kommt das bald online und ich freue mich schon echt doll, wenn ihr das sehen könnt. Weil das ist auch wirklich ein ernstes Thema, ein wichtiges Thema. Aber es hat trotzdem wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich mache es richtig spannend, ne? Ich hasse auch so Leute, die das immer so spannend machen. Aber ich muss jetzt erstmal noch ein bisschen selektieren. Na, hast du Spaß beim Puzzeln? Ja. Melli macht Friedas Puzzle. Ich sehe deinen Stolz und dein großes Herz. Was hörst du denn da? Ich höre Kim Leisinger. Oh, und die Puzzle hier. Du den Kopf zur Seite drehst, immer siehst, wie es mir geht. Weißt, wo immer wir sind. Fertig. Mia, noch mehr. Du musst das mitnehmen, Ma. Wenn du jetzt lachst, sehe ich. Was machen Sie denn da? Blumengießen! Aber guck mal, hier sollte man eigentlich Wasser reinkippen, aber da passiert nichts. So, ich gehe jetzt. Ja. Sagst du mir noch Tschüss? Didn't dare to sing my name. That was when you came along. And I don't. Ich habe die Frieda jetzt von der Kita abgeholt und wir haben nur ein bisschen gequatscht und es war echt schön. Ich bin da echt total gerne. Heute haben wir wieder die Bettwäsche mitbekommen, weil wir ja einmal im Monat die Bettwäsche wechseln. Die muss ich jetzt waschen und am Montag bringe ich dann neue mit. Und ja, Frieda ist so süß. Sie sagt jetzt immer, wir hinten, da wo wir die Kinder wegen immer hinstellen, da stehen halt auch Spielzeug von der Kita. Und dann war da halt so eine Rolle und dann habe ich gesagt, nee, Frieda, der ist nicht, weil Frieda immer sagt, meine, alles ist im Moment meine. Und jetzt probiere ich ihr gerade zu zeigen oder zu sagen, das gehört dir nicht, das gehört der Kita und naja. Und dann sagt sie jetzt immer, es ist für große Kinder. Ja, es ist für große Kinder und Frieda ist noch ein kleines Kind. Aber bald hast du Geburtstag, ne, Frieda? Frieda, hast du bald Geburtstag? So viel dazu. Und dann wird unser Baby schon 2. Ja, wir gehen jetzt mal ein bisschen am Spielplatz, mal gucken, ob wir da irgendjemanden finden. Und das Wetter hat sich echt nochmal gedreht. Also die Tage jetzt davor war es ja immer so regnerisch und so. Und jetzt haben wir schwüles, warmes Wetter, aber es ist schön. Frieda ist irgendwie ein bisschen müde. Ich glaube, die will heute nicht so richtig auf dem Spielplatz, aber wir gucken einfach mal. Your arms have carried me for miles. Here's where I belong. Life can be unfair. Bella, Bella, come on. Look, Bella. Beast of misery and unfair. I just need to love you like I do. 'Cause I don't know where I would be or where I'll go if you weren't standing next to me. Your arms have carried me for miles. Here's where I belong. I've been running away from now and everything. Everything I've seen, recalling the things I won't remember. Remembering a feel
I can't deny it, just wanna hide it and let it go away. But you have shown me. So, ihr Süßen, wir sind jetzt wieder zu Hause und ich war noch eben schon bei Kaisers und habe eine Kleinigkeit eingekauft. Einfach zum Abendbrot. Markus geht jetzt nach der Arbeit noch einkaufen, aber wir haben irgendwie gar nichts mehr da. Deswegen dachte ich, hole ich noch ein bisschen Belag und ein paar Süßigkeiten habe ich auch gekauft. Und mir ist einfach so mega warm, es ist einfach so schwül. Und Frieda probiert schon die Treppen hochzugehen. Die hat nämlich meinen Schlüssel in der Hand. Aua! Wo ist Aua? Meine Oma. Deine Oma kommt morgen, ne? Geh mich auf. Pass schön auf. Gehst du schon nach oben, Frieda? Ja. Lauf mal richtig. Oh. Wird jemand genießt, ne? Wow. Ist das mal was denn? Nein. Oh. Nein, nicht werfen. Nicht werfen. Bitte nicht. Kann man nicht werfen? Mach nach oben. Nach oben da. Hochwerfen, da. Wird jemand was? Mein Schlüssel. Ist dein Schlüssel? Ja. Na, dann musst du ihn wiederholen. Total lustig. Wir sind jetzt oben und Frieda isst Abendbrot. Komm, hier, nimm mal noch. Papa. Ja, Papa. Morgen gehst du zu Oma, ne? Ja. Und ja, ich habe jetzt ganz klassisch zum Wochenende hin Jonalu angemacht zum Abendbrot. Oh, beinahe. Und es gibt Vollkorntoast mit Ferdi-Fuchswurst. Ja, weil sie liebt Ferdi-Fuchswurst. Und die schneide ich dann immer klein und dann isst sie die auch auf der Stulle. Stulle, wir sagen Stulle, wir sind richtige Ossis. Sagt ihr auch Stulle oder sagt ihr Brot oder Bämme? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich finde, daran kann man immer sehen, woher die Leute kommen. Weil nämlich zum Beispiel, mir ist jetzt auch aufgefallen, es gibt viele Leute, die Plastik sagen und es gibt Leute, die Plaste sagen. Und ich glaube, dass die Leute, die Plaste sagen, die kommen aus dem Osten. Plaste! Das haben wir aus der Apotheke, so Apothekenrumschau. Umschau. Und hier. Frieda, zeig mir mal die Schnecke. Schnecke. Da. Genau, und was ist... Geh mal weg, rutsch mal ein bisschen. Was ist das? Was ist das hier? Eine Lecke. Genau, und was ist das hier? Eine Lecke. Na, du bist eine Nase. Eine Lecke. Was ist das hier? Eine Eule. Genau. Ein Affe. Und was ist das hier? Ein Affe. Was ist das hier? Ein Schmetterling. Nein, das ist ein Schmetterling. Was ist das? Ich weiß es nicht. Das weißt du nicht? Auf jeden Fall kann dieses Poster Frieda übelst lange beschäftigen. Es gab noch eins mit einem Esel drauf, einem Babyesel. Oh Gott, da war sie so von nah drin. Oh oh. Ja, du hast das kaputt gemacht. Dann hat Mama das weggeschmissen. Mein Esel. Da habe ich wieder eine Welle losgetreten. Auf jeden Fall war das jetzt wirklich mal ein ganz stinknormaler Tag. Du bist eine Marke, ey, jetzt. Oh, nee. Ja, Frieda. War das jetzt mal ein ganz normaler Tag von mir und es ist wirklich nichts großartig passiert. Also ich mache auch normale Tage. Ich gehe auch ganz normal Frieda von der Kita abholen und mache danach nichts außer spielen. Aus der Kita, genau. Und jetzt läuten wir das Wochenende ein, warten auf den Papa, ne? Papa. Ja, Papa kommt gleich, ne? Papa war arbeiten. Was? Willst du, noch mal winken hier? Ja. Na, dann komm mal hier. Dann mag ich Decke. Oder Decke. Und Decke. Papa! Mama, winke. Was hast du denn da? Eine Biene. Eine Biene?
Genau, also ich will an dieser Stelle eigentlich das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr was zu sagen habt, dann nutzt die Kommentarbox dafür. Ich freue mich darüber immer sehr und lese mir auch tatsächlich alle Kommentare durch und versuche auch zu antworten. Ansonsten, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr das jetzt tut. Dann verpasst ihr kein Video mehr von mir und werdet immer darüber benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also ihr Süßen, bis dann. Tschüss. Tschüss. Sag mal nochmal Tschüss. Tschüss. Danke.